Was? Du konntest auch mal in meine Gedanken lesen, Isaac? Wow, geile Kräfte hast du. Ich dachte mir schon, dass ihr meine Fähigkeit übernehmen könntet, wenn wir unsere Psy-Energie vereinen würden. Hey, das ist nicht fair. Warum wird hier nur in meinen Gedanken gelesen? Du hast recht, es ist nicht fair, nur deine Gedanken zu lesen. Ivan und Garrett fassen sich an den Händen. Wow, ich habe es getan. Ich konnte gerade Gedanken lesen, Isaac. Hat Isaac überhaupt Gedanken? Ich meine, er spricht nicht. Lass uns mit Hilfe dieser Fähigkeit die Liebe finden. Eine Sekunde. Werden es dann die Leute nicht merken, wenn wir ihre Gedanken lesen? Oh, ich verstehe. Isaac könnt sehen, wenn ich Psy-Energie benutze, oder? Isaac, du und Garrett, ihr seid beide Adepten. Vielleicht ist das der Grund, warum ihr es merkt, wenn ich eure Gedanken lese. Alle anderen Leute werden gar nichts merken. Wir sollten uns deswegen keine Sorgen machen müssen. Okay. Keine Sorge, ich werde nicht wieder in euren Gedanken lesen. Ivan gehört nun zum Team. Lass mich die Gedanken der Stadtbewohner lesen, um den Stab zu finden. Ja, Ivan, der kleine Winzer. Ja, 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 meine Leute. Ja, kein Gin. Schade. Ja, er ist ein Windadept, ein Jupiteradept, besser gesagt. Und er kann Geist lesen. Das mache ich mal auf R. Ich übernehme das irgendwie immer aus Darkdawn. So. Und er kann Wirbelwind. Damit können wir dann Blätter wegpusten. Aber das kommt später im Spiel. Ein bisschen später. So, wir haben ja einen verdächtigen Typen gesehen. Und zwar den hier. Das sieht so aus, als hätten sie Verdacht geschöpft. Wir sollten die Stadt so schnell wie möglich verlassen. Aha, 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 aha. Leute, Leute, Leute. Habt ihr das gehört? Vielleicht sind sie im Inn, weil sie sind ja Reisende und so. Brauche ich eine Heilung, jo. Oh, nee, Moment mal, ich verbrauche mal die Heilkräuter. Garrett, ich benutze mal deine. So. Und wieder voll. So, wo ist die Treppe? Entschuldigung. Du bist mir im Weg. Danke. So, Treppchen hoch und hier sind sie, die Diebe, sag ich mal. Was wollt ihr? Sieht so aus, als hätten sie diesen gruseligen Jungen dabei. Ich kann ihn nicht leiden. Haltet ihn bloß von mir fern. So. Kommt her, ihr verdammten Schweine, kommt her. Okay, geht nicht. Sie waren sich verdächtig. Irgendwas stimmt hier nicht. Du kannst ihre Gedanken nicht lesen, wenn sie sich ständig herumlaufen, oder? Okay, eine Frage, Garrett. Wieso fragst du Isaac? Ach, egal. Gibt es denn keine Möglichkeit, sie zu fangen? Vielleicht können wir die drei sie umzingeln. Keine Sorge, das wird sicher funktionieren. Isaac, du nimmst die Führung. Jo. So, das ist wie ein Minispiel eigentlich. Hey, da sind sie wieder. Oh, sie wollen uns zum Zingeln. Wir dürfen uns auf keinen Fall von ihnen einfangen lassen. So. So, haben wir einen. Oh nein, ich bin umzingelt. Ivan, jetzt! Also gut. Geistleser. Was ist das? Was macht er da? Er hat seine Augen geschlossen. Was hat er jetzt vor? Er wird dich töten. Bist du fertig, Ivan? Was hast du erfahren, Ivan? Sie waren es. Sie waren es. Ich glaube, sie haben auch nur jede Menge andere Zeug gestohlen. Es scheint, als würden sie ihre gesamte Beute irgendwo hinter diesem Gasthof verstecken. Aber sie werden sicher nicht zulassen, dass ich ihnen noch einmal zu nahe komme. Dann haben wir wohl keine andere Wahl, als den Kraft zu suchen. Ja. Überlass es nur uns. Isaac hat noch nie versagt. Heiligtum von Sol? Egal. Ich vertraue deinem Pflichtgefühl. Dann ist es entschieden. Lass uns gehen, Ivan. Okay, ja. Ich weiß auch, wo das Versteck ist, natürlich, weil ich hab das Spiel natürlich auch mal durchgezockt. Von daher muss ich es ja wissen. So, und zwar hier war ja ein Typ, aber der ist jetzt weg. Und zwar hier. So. Und hier ist eine Kiste im Weg. Da hinten ist ein Eingang, wie man sehen kann. Und ich brauche einen Verschieber. Und damit kommen wir jetzt über dieses Loch. Und zack. Hier. Was zum Teufel? Hallo, wie geht's? Ach, tschüss. Ach, du bist gefesselt. Hallo.
Stille. Ich kann auf diesem Dachboden, während ich das Dach. Ich kann auf diesem Dachboden, während ich auf das Dach repariert habe. Aber ich konnte nicht bis ganz nach hinten gelangen. Deshalb habe ich einen Blick gesehen, als plötzlich. Wurms! Jemand hat mir von hinten ans Über gezogen. Als ich wieder zu mir kam, lag ich hier gefesselt auf dem Boden. Kopfschüttel. Eigenartig, ich kann mich nicht daran erinnern, dass vorher auch schon all diese Kisten hier herumstanden. Vielleicht ist das Diebesgut in diesen Kisten. Sieht so aus, als wäre unser Versteck aufgeflogen. Hä? Ach so, die Diebe von vorhin. Ich habe hier überhaupt violette Gesichter. Dafür, dass du nur einer von Hammers Laufburschen bist, bist du ganz schön hartnäckig, Jungchen. Warum arbeitest du so hart für Hammett? Was hast du schon davon? Hammett ist doch schon von einem Haufen viel lieber auf, als wir es gewöhnt geworden, ey Mann. Ich habe gehört, dass Hammett nach der Eruption nach Lumpa geflohen ist. Sagst du so eben Lumpa? Jemand, der so reich ist wie Meister Hammett, sollte sich nicht mal in die Nähe von Lumpa wagen. Was für ein Ort ist Lumpa? Die Stadt wurde nach ihrem Gründer, dem Edendieb Lumpa, benannt. Diese Familie von Diebenhardt blieb sogar noch ehrenhaft, als sein Sohn Donpa zu ihrem Anführer wurde. Aber Donpas Sohn Dodonpa ist alles andere als ein edler Dieb. Zimmer verfügt über Kille Munerale, Mann, ey. Man sagt, er ist wahr böse. Wieso rapp ich überhaupt mit dem? Ihr seht so übel. Sind wir gar nicht. Lass sie uns gehen. Natürlich nicht. Was du meinst, als wenn wir uns alles wieder zurückgeben und uns entschuldigen, bleiben wir unsere Taten noch immer ein Verbrechen? Das soll ein Witz sein. Wir haben alles Zeug ehrlich gestohlen. Wie kann man ehrlich stehlen? Ich denke, wir müssen dafür Sorge tragen, dass er für immer ruhig bleibt. Oh ja. Yeah. Und es gibt nur eine Art, die zu gewährleisten. Schnappt sie euch! Battle Time! Bandit erscheint, Dieb 1 erscheint, Dieb 2 erscheint. Battle, Human! Ich mach mal Beben. Flamme und Ivan, du benutzt mal Blitzstrahl! Und Ivan ist verdammt schnell, das ist seine Eigenschaft. Er ist ziemlich schnell, hat gute Angriffskraft mit Synergie und hat wenig KP und stirbt schnell. Seine beliebteste Eigenschaft, unbeliebteste. Dieb 2 funkelt. Ja, wie kann man böse funkeln? Okay, warum nicht? Du beschreibst mal Kiesel. Du machst nochmal Flamme und du machst nochmal Blitzstrahl. Ja, wenn man getäuscht ist, dann trifft man weniger mit Auto-Hits und nicht mit Synergie. Mit Synergie trifft man immer. Kiesel! Oder mit Jens trifft man auch immer. Und Flamme! So, bam. Und zittert vor uns. Niemand kann ihn wieder klar sehen. So, jetzt beschwöre ich mal Venus. Du beschwörst. Du benutzt Flamme und du benutzt Blitzstrahl. So. Sollten wenigstens mal Diebe sterben, denke ich mal. Ja, Bandit funkelt böse. Komm schon, sterb mal. Ja, er ist der Dieb down. Und Bandit down und Dieb auch down. So. Isaac ist Level 3. Yeah. So. Garrison Level 3. Oh yeah. Und Ivan? Nicht. 110 Münzen und ein Gaunerschwert. Sie haben uns. Ich habe wirklich eine Sekunde lang geglaubt, wir wären hinüber. Ja, aber nur eine Sekunde lang, oder? Wow, wir haben gewonnen. Ja, was hast du gemacht? Du hast gewinselt wie ein Baby. Ich hole den Bürgermeister. Okay. Nach allem, was wir durchgemacht haben, um das Zeug zu stehlen. Wisst ihr denn nicht, dass es falsch ist, von anderen zu stehlen? Verdammt, ich hab's doch gesagt, wir hätten die Stadt auslassen sollen. Das Böse macht sich niemals bezahlt. Gib's ihn, Garrett. Wenn ihr mir Meister Hammets Stab gebt, mache ich mich nach Lumpa auf. Was habt ihr beide vor, Isaac? Ich denke, wir sollten wieder auf die Suche nach Felix und den anderen gehen. Und, ja, Geistleser. Er ist schon wieder in unseren Gedanken. Sollen wir ihn nicht davon abhalten? Nein. Wenn du meinst, wenn du das sagst, Isaac. Ich verstehe. So war das also. Das sind die Diebe, Herr Bürgermeister. Das sieht echt aus wie Geralds Opa.
Was ihr getan habt, war einfach schrecklich. Eine Katastrophe auszunutzen, um die Leute zu bestehlen. Hey, ihr habt Tür und Tor offen. Hey, ihr habt Tür offen gelassen. Ich kann nicht mehr lesen. Ihr habt völlig darum gebettelt. Aua! Tut mir leid, ich kann nicht widerstehen. Was sollen wir mit ihnen tun? Wir werden sie für lange Zeit in den Schloss und Riegel verstecken. Ja, guter Plan. Hey, wach auf! Los, steh auf! Steh auf! Hey, kannst du mir helfen, sie zu fesseln? Ja, sicher. Helfen wir ihnen. Hey, du, ich sag mal den Namen, oder? Das werdet ihr nicht vergessen. Bringt sie fort. Danke, danke, dass ihr die Diebe gefangen habt. Unser Dank ist auch gewiss. Ihr wart wirklich eine großartige Hilfe. Lasst uns mal sehen, was sie gestohlen haben. Ja, öffnet mal die Truhen, bitte schön. Eine Vase. Die wertvolle Urne des Bürgermeisters wurde gefunden. Bürgermeister, ist das nicht die Urne, die ihrer Familie gehört? Meine wertvolle Urne ist wieder aufgetaucht. Eine goldene Statue wurde gefunden. Hey, das gehört doch... Sie haben sogar das Heiligtum geplündert? Was sind das nur für Ungeheuer? Die Schätze dieser Stadt sind endlich wieder da. Herr Bürgermeister, wir haben ja noch eine Kiste gefunden. Ivan, vielleicht ist das der Gegenstand, den du gesucht hast. Ich muss mal was trinken, Moment. Moment, meine Stimme kackt gerade ab. Ach, schon besser. Jetzt kannst du zum Meister Hammer zurückkehren. Wie lange nehme ich jetzt schon auf? Eine Stunde? Wow. So ist es. Ich habe gehört, dass Meister Hammer gesehen wurde, als er in Richtung Lumpa unterwegs war. Oh, scheiße, das ist es wahr. Oh nein. Der Dornpa würde sich eine solche Gelegenheit niemals entgehen lassen. Ich bin mir sicher, dass dein Meister entführt wurde. Auf meine Worte, Bürgermeister, habt ihr gehört. Wie kann ich Meister Hammer retten? Niemand kann eintreten, wenn die Tore erst geschlossen sind. Was ist nur mit Meister Hammer geschehen? Beruhige dich, Ivan. Meister Hammer ist sicher am Leben und wohlbehalten. Dompa weiß, dass er Hammer dazu benutzen kann, ein immenses Lösegeld von Calais zu fordern. Wir können nicht viel tun, bevor Dompa seinen ersten Zug macht. Aber wenigstens wissen wir, dass Hammer vorerst nicht zuschussen wird. Dein Name ist Isaac, oder? Mhm. Und du bist? Ich bin Garrett. Seid euch beide meinen tiefsten Dankbarkeit versichert. Nun, dann lass uns gehen. Kommt mir noch besuchen, bevor ihr die Stadt verlasst. Ich habe das für euch. Oh, er hat was für uns. Kühl. Very kühl. Sehr kühl. Was für ein Chaos. Endlich haben wir den Schlaf zurück und dann dies. Armer Hammett. Ich wünschte, ich könnte dich aufheitern. Du siehst so niedergeschlagen aus. Ich möchte doch nur Meister Hammett retten. Das ist alles.